Weihnachten ist vorbei, dennoch habe ich hier ein kleines Geschenk und zwar, vielleicht kriegen wir einen Online-Simulator. Ja, erstmal, ich hoffe, dass alle natürlich die Feiertage gut überstanden haben, denn ja, natürlich, es war gerade Weihnachten. Und ja, es ist schon vor Weihnachten passiert, die Info, aber ja, ich wollte so passend so zu Weihnachten, nach Weihnachten thematisieren. Und zwar, ihr seht es hier schon, ja, ihr könnt wahrscheinlich nichts lesen, außer ihr beherrscht diese Sprache. Ja, New Digital Title is announced worden. Und das war's dann quasi auch schon an Infos, aber wir gehen natürlich ein bisschen genauer darauf ein. Denn was bedeutet das Ganze? Zunächst einmal, ja, ein neuer Online-Titel hat jetzt erstmal nichts zu sagen. Ich meine, Duel Links existiert ja auch. Und nein, es wird hier nicht Duel Links sein, es wird mit den Master Rules zu tun haben. Denn das wurde bereits bestätigt. Es handelt sich hierbei nicht um irgendwie Speed-Duel, Rush-Duel oder ähnliches. Vielleicht gibt es es da auch drin, man weiß es nicht. Aber was sicher drin ist, sind die Master Rules. Und ja, das bedeutet also, wir kriegen einen Online-Simulator. Die Frage, die sich jeder jetzt natürlich stellt, ja, wann, wie, wo, was, etc. Ja, also wann das Ganze rauskommt, ist noch nicht bekannt. Es wurde nur bekannt gegeben. Ich vermute mal, dass es dann quasi sein kann, dass im nächsten Jahr eben dementsprechend halt eben dieser Simulator kommen kann. Kann aber auch vielleicht erst 2022 sein. Man wird das Ganze sehen. Man könnte es theoretisch passend zum Master Rule 6 machen, dass man also nach der Master Rule 6 halt diesen Online-Simulator einführt. Wäre auch ziemlich passend. Wäre nur sehr schade, weil wir dann ein bisschen länger warten müssten, bis das Ganze dann natürlich hier zu uns kommt. Aber ja, die große Frage, die sich jeder stellt, ist einfach, löst diese Plattform Dueling Book ab und Yugi Pro bzw. Ede Pro ab? Denn ja, das sind ja die Online-Simulatoren schlechthin. Und ja, es gibt einfach keine Alternative zu denen. Natürlich gibt es noch andere weitere Online-Simulatoren, aber es gibt eben nichts Offizielles von Konami. Und natürlich die Frage, die sich jeder sofort stellt, ist natürlich, was kostet das Ganze? Da natürlich Konami Geld machen will, falls es Dueling Book etc. ersetzen wird, ja, wird man gucken, welches Modell dort in Frage kommt. Es gibt natürlich verschiedene Optionen, also drei Modelle, die mir jetzt erstmal so einfallen. Und zwar zum einen, man kauft sich das Spiel einmalig und das war's. Da man aber hier sehr viele Updates machen wird, also indem man einfach neue Sets reinmacht, ich hoffe das, noch Kosten, das bedeutet, die sollen gedeckt werden. Klar, man hat natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld eingenommen, aber ja, es ist nicht mehr zeitgemäß, dieses Konzept. Dementsprechend kommt natürlich Option 2 sehr gut in Frage, und zwar eine monatliche Pauschale. Das bedeutet einfach, ihr habt alle Karten zur Verfügung, die es gibt, also quasi wie bei Dueling Book und EdePro, aber müsst zum Beispiel im Monat 10 Euro zahlen. Da ist natürlich die Frage, ab wann ist es gerechtfertigt, so viel zu verlangen? Also würden die Leute es für 10 Euro machen oder würden sie Leute für 20 Euro machen? Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, für wie viel würdet ihr das Ganze kaufen? Also würdet ihr 10 Euro im Monat ausgeben oder 5 Euro im Monat? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und dann gibt es natürlich noch die Option 3. Und zwar, dass man das Ganze quasi wie bei Duel Links über Grinden bzw. Ingame-Währung kaufen kann. Das heißt, man kauft sich Booster, ähnliches oder so. Viele denken sich jetzt vielleicht, ja, man kann es ja auch wie bei Pokémon machen. Aber das funktioniert einfach nicht, da wir keine rotierenden Sets haben und dementsprechend die alten Sets einfach hier nicht wie bei Pokémon das machen können. Falls die Leute nicht wissen, wie es bei Pokémon ist. Bei Pokémon kann man ein Booster kaufen, ganz normales. Und dort drin ist ein Code. Und dieser Code lässt sich einfach einlösen in den normalen TCG-Game, also in Online-Game. Pokémon hat ja ein eigenes. Und dort kriegt ihr genau das gleiche Booster eben nochmal. Das bedeutet also, dass ihr eben durch Echt-Booster auch im, ja, im Game die Booster habt. Und das funktioniert in Yu-Gi-Oh! Halt nicht. Wie gesagt, außer höchstens bei den neuen Karten, aber dann alle alten Karten nicht. Das kann man natürlich theoretisch machen, indem man sagt, alle alten Karten habt ihr, also alle bis Stand der Herausgabe dieses Spiels. Und ab da, jedes Booster-Set ist genauso wie Pokémon. Das könnte man machen, aber ich denke mal nicht, dass sie es machen werden, denn das wäre dann doch sehr Pokémon-ähnlich. Und man will sich natürlich auch klar vom Pokémon ja, distanzieren, beziehungsweise differenzieren natürlich. Ja, was bleibt noch zu sagen? Natürlich bleibt dann die Frage, wenn es einen Online-Simulator gibt, der auch funktioniert für Turniere, wird es Online-Turniere geben? Ja oder nein? Man wird das Ganze natürlich sehen. Aber ich denke, es bleibt einiges anderes übrig, als zu spekulieren erstmal. Es wäre natürlich super, wenn diese Plattform einfach so schnell wie möglich rauskommen würde. Und was wäre da denn nicht besser, als einfach ein Online-Event stattfinden zu lassen? YCS, whatever, also irgendeine Stadt dahinter.
und dann macht man das einfach online und spielt gegeneinander. Wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Ist halt nur die große Frage, wie lange arbeitet Konami schon an dieser Plattform im Hintergrund? Denn, falls viele es nicht wissen, es gibt ja schon Legacy of the Duelist, Link Evolution, das ist ja quasi das Konsolenspiel. Aber hier sei ganz klar gesagt, es passt nicht für eben, also es wird niemals Dueling Book und Edepro ablösen, einfach aus zwei schönen Gründen. Erstens, die Datenbank wird nicht aktualisiert. Ja, wait, dann ist es halt sofort hinfällig. Und zweitens, die Animation dauert viel zu lange. Falls ihr zum Beispiel einfach eine Full-Virtual-Welt-Kombo machen wollt, braucht ihr schon ziemlich lange dafür. Und nicht, weil ihr so lange überlegt, nein, sondern weil die Animationen einfach so lange dauern für die Beschwörung, dann wieder klick, 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 Beschwörung. Das dauert einfach viel zu lange. Und dann müsste die Rundenzeit irgendwie 70 Minuten sein, damit man einfach hier die Animation überbrücken kann. Beziehungsweise man müsste natürlich die Animation danach ausstellen können, eben für Turniere. Aber wie das Ganze dann sein wird später, wird man auf jeden Fall mal sehen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von diesem Ganzen haltet. Freut ihr euch schon drauf? Ich persönlich freue mich sehr darauf. Aber wie seht ihr das Ganze? Wie gesagt, einfach mal unten in die Kommentare damit. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!